Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es meinen Lesemonat des letzten Monats des Jahres, den Dezember. Es wurden insgesamt 12 Bücher, die ich hier auch neben mir hochgestapelt habe. Und davon war auch eins ein Hörbuch und der Rest waren Printexemplare, wobei ich ein, zwei Bücher davon, die ich in Printform eigentlich gelesen habe, zwischendurch auch mal bei BookBeat als Hörbuch weitergehört habe, wenn ich gerade halt beim Haushalt machen oder beim Autofahren war. Das bietet sich immer ganz gut an. Es gibt selten Bücher, die ich komplett als Hörbuch höre, es sei denn, ich habe sie eben nicht als Print im Regal, aber ich mache das... Oh, hier ist gerade was aus dem Schrank gefallen. Kurzer Herzinfarkt. Ich mache das aber ganz gerne, dass ich Bücher sowohl lese, abends auf der Couch, als auch im Alltag weiterhöre, weil mich die Geschichte dann den ganzen Tag über begleiten kann. Starten wir doch jetzt einfach mit dem ersten Buch, das ich in Printform gelesen habe. Ich glaube, da gibt es auch gar kein Hörbuch dazu. Das war nämlich Zwillingskronen, Rückkehr des weißen Hirsches. Und wer mich kennt, weiß, dass zwei Punkte auf diesem Cover mich direkt angesprochen haben. Das war einmal das Wort Zwilling. Ich als Zwilling bin dafür leider sehr empfänglich, mir auch im Laden oder beim großen A oder Co. etwas auszusuchen, wo Zwilling draufsteht, weil mich diese Geschichten auch immer total faszinieren. Weil ich immer beobachten möchte, wie die Zwillinge sich untereinander verstehen und wie sie miteinander interagieren. Hier ist es Lilia, die einen Zwillingsbruder hat, der Lero heißt. Lilia ist aber kein gewöhnliches Mädchen. Nein, sie ist eine Feuergeborene, wie man anhand dieser wunderschönen Charakterkarte auch erkennen kann. Auch der weiße Hirsch dabei. Und sie muss gegen die Ice Lady kämpfen. Das ist quasi die Böse des Buches. Und da gibt es auch eine Charakterkarte dazu. Und natürlich gibt es von unserem männlichen Protagonist auch noch eine Charakterkarte, habe ich es richtig gezeigt? Ja. Das sind die drei Hauptcharaktere. Vom Zwillingsbruder gibt es gar keine Illustration, aber sie hat mir noch eine Landkarte dazu gelegt. Also richtig cool. Ich mag das ja, wenn es zu einem Buch so viele Goodies gibt. Im Endeffekt wandern die zwar ganz oft einfach in die Kiste, aber ich finde es trotzdem super schön, wenn man das Buch gelesen hat, dass man dann auch irgendwie, obwohl man eine eigene Person im Kopf hat, dann auch nochmal sehen kann, was die Autorin sich überlegt hat, also wie die Protagonistin oder der Protagonist im Kopf der Autorin ausgesehen hat. Die Ice Lady hat vor 19 Jahren das Land quasi zum ewigen Winter verdammt. Lilia kriegt davon eigentlich gar nicht so viel mit, weil sie recht zurückgezogen lebt, aber eines Tages wird ihr Dorf von der königlichen Garde überfallen und als dann noch ihr Zwillingsbruder verschwindet, startet sie in ein in das größte Abenteuer ihres Lebens. Sie wird von unserem männlichen Protagonisten gerettet. Ich weiß nie, ob ich den Namen richtig ausspreche, aber mir hieß er Akir. Also er wird A-K-J-I-R geschrieben. Ich habe mal Akir gelesen. Also sie wird von ihm gerettet. Aber natürlich, wie soll es auch anders sein, ist er nicht unbedingt der, den er vorgibt zu sein. Mehr möchte ich dazu an dieser Stelle nicht verraten. Aber ich fand, dass die beiden Protagonisten sich sehr gut ergänzt haben. Lilia ist halt total aufopferungsvoll und liebevoll, hat aber halt auch Feuer, wie ihre Feuermagie vielleicht verraten würde. Sie würde alles für ihre Lieben tun. Sie würde sich selbst opfern, sie würde von der nächsten Klippe springen, sie würde wirklich alles tun. Und Akir ist halt so das genaue Gegenteil. Er ist halt total tough und wirkt auch kühl. Aber hinter seiner Fassade ist er halt ganz, ganz, ganz anders. Und wir lernen im Laufe des Buches eine wundervolle Seite an ihm kennen. Also ich habe die beiden auch in Kombination sehr, sehr gerne gemocht. Ich habe die Geschichte sehr gemocht. Das ist halt auch große Waldtierliebe. Deshalb fand ich es total schön, dass sie einen Hirsch ausgewählt hat. Es hat auch total gut zur Geschichte gepasst, dass ein Hirsch ausgewählt wurde, aber warum, das müsst ihr natürlich selbst lesen. Dann habe ich im Dezember einen buchigen Adventskalender gelesen. Das war nämlich Christmas Kisses aus dem Hause Ravensburger. Das spiegelt jetzt total.
Da sind 24 Kurzgeschichten drin abgedruckt, plus eine Bonus-Silvester-Geschichte, die ich dann natürlich auch an Silvester erst gelesen habe. Da sind Autorinnen drunter wie Stefanie Hasse, Stefanie Lasthaus, Anne Lück, Nina McKay, Greta Milan, Kira Mohn, Kim Nina Ocker und so weiter und so weiter. Manche der Autorinnen haben einen Tag eine Geschichte geschrieben, aber manche Geschichten waren ein bisschen länger. Die hat man dann auf zwei Tage gesplittet. Das sah dann zum Beispiel so aus. Sarah Sachs hat Kissing the Cringe geschrieben. Dann gab es aber auch zum Beispiel von der Alexandra Flint A Wish for Snow 1 und 2. Also die hat dann zwei Tage hintereinander eine Geschichte beigesteuert, beziehungsweise den ersten und den zweiten Teil einer Geschichte. Manche haben mir sehr, sehr gut gefallen, manche waren jetzt eher nicht so meins. Ich meine, es sind 24 verschiedene Geschichten, beziehungsweise ein paar weniger, aber es sind halt knapp 20 Autoren und Autorinnen. Und ja, man kann auch nicht einfach alles mögen. Ich würde jetzt ja gerne auf die Geschichten eingehen, aber das würde absolut den Rahmen sprengen, jede Geschichte zu erzählen, beziehungsweise über jede Geschichte etwas zu sagen. Aber es sind halt alles weihnachtlich angehauchte Geschichten, winterlich angehauchte Geschichten. Die Silvestergeschichte ist natürlich silvestermäßig angehaucht. Und ich fand es einfach super schön und kann mir halt auch vorstellen, dass man das jetzt nicht unbedingt nur dieses Jahr lesen muss, weil es dieses Jahr rausgekommen ist, sondern wenn man es dieses Jahr eben nicht gemacht hat, dass man den auch einfach nächstes Jahr noch lesen kann. Dann durfte ich wieder ein Buchbaby aus dem Hardcraft Verlag lesen, und zwar Winterfall, A Place to Love. Ich habe es ja schon im Neuzugänge-Video gesagt, guckt euch allein das Cover an. Das schreit absolut Weihnachtsfeeling, Weihnachtsgeschichte. Und wer jetzt aber denkt, dass das ein locker, flockig, süßer, niedlicher Weihnachtsroman ist, dem muss ich leider enttäuschen. Es ist nämlich eine Geschichte mit einem sehr, sehr harten Hintergrund. Wir begleiten unsere Protagonistin Hayley. Sie hat eine nicht ganz so glückliche Ehe und möchte aus dieser flüchten. Denkt sich aber, wenn ich jetzt zu meiner Mutter flüchte, dann findet man mich direkt. Dann überlegt sie und kommt dann schließlich drauf, dass ihr Vater ja noch einen Bruder hat, mit dem er sich verkracht hat. Und ja, dass den einfach niemand auf dem Schirm hat und reist dementsprechend dorthin nach Aspen, wo besagter Onkel ein Hotel leitet oder ein Hotel besitzt. Dort findet sie natürlich dann auch direkt Arbeit und kann dort wohnen und fängt an, sich nach und nach von ihrer Ehe abzukapseln. Und natürlich trifft sie dann dort auf einen männlichen Protagonisten, der da heißt Harlan Crane, genau. Und der ist Schauspieler und dreht in diesem Hotel seinen neuesten Film. Und eigentlich möchte sie auch, wie das halt in diesen Geschichten immer so ist, niemanden an sich ranlassen. Und natürlich schafft es unser männlicher Protagonist, sich anzunähern und sich in ihr Herz zu schleichen. Aber da ist noch so viel mehr außenrum, was ich aus Spoilergründen natürlich nicht verraten kann. Aber da ist meine erste Geschichte von der Autorin, beziehungsweise den Autorinnen, es ist ein Autorenduo, war ich total geflasht von deren Schreibstil. Also die Geschichte hat mich so enorm gepackt. Ich habe so mitgefiebert und bin durch die Seiten geflogen. Ich hatte es zuerst ja als E-Book gelesen und habe es dann im Nachhinein noch als Printexemplar bekommen. Und bin auch sehr, sehr froh, dass das passiert ist, weil ansonsten hätte ich es mir auf jeden Fall auch noch selbst gekauft. Dann habe ich im Dezember gleich zwei Bücher aus dem Hause Kiss gelesen. Das erste wäre Dark Ivy, Wenn ich falle von Nicola Hotel. Und wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass ich super gerne Bücher von Nicola Hotel lese, weil sie einfach so einen wundervollen Schreibstil hat. Sie schreibt einfach, ich sag immer, frei Schnauze. Also ich habe immer so beim Lesen das Gefühl, dass sie sagt, was sie denkt, dass sie da bei vielen, vielen Szenen gar nicht groß überlegen musste, ob das jetzt so ist, sei mal dahingestellt, aber als Leser hat man, oder habe ich ganz oft so das Gefühl, dass es so gewesen ist.
Wir begleiten Eden, die neu an der Woodford Academy angenommen wird. Sie hat ein Stipendium und darf das neue Schuljahr dort verbringen. Das ist alles so ein bisschen altehrwürdig. Es ist halt auch Dark Academia. Von daher, ja, ist alles sehr rustikal und sehr traditionslastig, würde ich es einfach mal nennen. Und schon auf der Fähre zur Insel trifft sie auf unseren männlichen Protagonisten, der da heißt, ich glaube William, genau. William Quantum der Dritte. Also was ganz, ganz Feines. Es stellt sich aber schnell raus, dass er gar nicht so ist, wie sein Name vermuten lässt. Er ist super witzig, ich habe sehr, sehr oft über ihn gelacht. Aber er hat einen furchtbar nervigen besten Freund. Ich bin ja immer ein Fan von Sidekicks und hat eigentlich auch gehofft, dass mir dieser Sidekick wieder sehr, sehr gut gefallen wird, aber er ist einfach nur nervig. Also ich habe mich quasi das ganze Buch über diesen besten Freund aufgeregt, weil er einfach mich so hart gestresst hat. Er hat auch im Buch eine größere Rolle, als mir lieb war, aber er hat auch eine super tolle Schwester, die dann sich auch mit Eden anfreundet. Und da sieht man wieder, wie unterschiedlich Geschwister sein können. Sie ist einfach so super lieb und super hilfsbereit und er ist einfach nur nervig. Ich habe leider kein anderes Wort für ihn, außer es ist ein furchtbar nerviger Charakter. Aber da möchte ich jetzt nicht die ganze Zeit drauf rumhacken. Es geht ja eher so darum, dass Eden an der Schule schnell Anschluss finden möchte. Und da hatte ich zu Beginn des Buches auch ein bisschen Angst. Im Klappentext heißt es nämlich, Freunde finden, das ist alles, was Eden Collins sich wünscht. Und da hatte ich so ein bisschen Angst im Vorfeld, dass sie sich selbst ein bisschen verliert, dass sie aus sich eine andere Person macht, die sie eigentlich ist, nur um Anschluss zu finden. Dem war Gott sei Dank nicht so. Ich habe die Geschichte mit ihr sehr, sehr gemocht. Sie hat auch eine schöne Entwicklung mitgemacht. Es gab allerdings eine Szene in diesem Buch und da muss ich jetzt leider drüber sprechen, auch wenn es, also es spoilert nicht richtig, aber es spoilert halt diese Szene. Also wer es nicht hören möchte, es gibt einfach jetzt weiter, bis ich das nächste Buch in die Höhe halte. Aber da gab es eine Szene, da haben sie sich in eine Kunstausstellung auf der Woodford Academy geschlichen und dadurch, dass Will halt quasi der Sohn der Gründer ist, hat er natürlich mehr Berechtigungen als andere Schüler. Aber da stand auf jeden Fall eine Skulptur von David, war es glaube ich. Und ich habe nicht ganz geblickt, was die nächste Szenerie bringen sollte, dem Leser bringen sollte und den Protagonisten bringen sollte. Auf jeden Fall hat Will auf einmal angefangen, die Statue zu küssen, zu betatschen, auch im Intimbereich anzufassen. Und dann saß ich auf der Couch und dachte so, what the fuck? Was war das? Was ist das? Und dann hat Eden auch noch angefangen, die Statue zu befummeln. Und ich war sehr, sehr verwirrt. Also wenn irgendjemand von euch das Buch gelesen hat und mir erklären kann, was diese Szene bewirkt haben soll, ja, ich fand es sehr, sehr cringe und war auch froh, als die Szene vorbei war, aber habe so im Nachhinein immer noch ein paar Mal dran gedacht und mich gefragt, was das denn bitte sollte. Und das zweite Buch aus dem Hause Kiss war Because It's True, 1000 Momente und ein einziges Versprechen. Das Buch besteht aus zwei Kurzgeschichten. Die eine heißt halt 1000 Momente und die andere ein einziges Versprechen. Die erste wurde von Kira Moon geschrieben, die zweite von Kelly Moran. Und beide haben quasi die Aufgabe gestellt bekommen vom Verlag. Ich denke vom Verlag. Schreibt ein Buch mit folgender Thematik. Eine Lüge, eine Wahrheit und etwas, von dem du dir wünschen würdest, dass es wahr ist. Und darauf basieren beide Geschichten. In der ersten geht es um Rosemary. Sie ist Lehrerin an einer Schule und ja, lebt so eher ein bodenständiges, langweiliges Leben und dann kommen drei ihrer Schülerinnen und denken, okay, der müssen wir mal einen Tritt in den Allerwertesten geben, dass die da mal ein bisschen aus ihrem Trott rauskommt.
und versuchen sie quasi mit dem Bibliothekar zu verkuppeln. Ja, und dann geht es halt das restliche Buch um die Geschichte zwischen Rosemary und dem Bibliothekar. Es war super schön, die beiden zu beobachten. Es ist eine Kurzgeschichte, das heißt, da gibt es jetzt nicht tausend Höhen und Tiefen, aber es war einfach super schön, die Geschichte zu lesen. Und in Band 2, nenne ich es mal, ein einziges Versprechen, begleiten wir Jack, dessen Vater eine Bar betreibt und der seit dem Tod seiner Mutter ja eher so der beste Kunde der Bar ist als ein Vaterfigur. Jack hat noch einen Bruder, der älter ist, und einen Bruder, der jünger ist. Der Ältere, ja, kommt auch so ein bisschen auf die schiefe Bahn und irgendwie sieht sich jetzt Jack darin, die Bar für seinen Vater zu führen, seinen Bruder vor der schiefen Bahn zu retten und seinen kleinen Bruder irgendwie eine Vaterfigur zu sein. Er hat natürlich auch Hilfe von seiner besten Freundin Vic, für die er Gefühle hat. Es ist eigentlich eine richtig schöne Mischung aus Drama und Romanze. Also ich habe vor allem die zweite Geschichte sehr, sehr gerne gelesen. Die erste war so okayisch für mich, aber die zweite fand ich richtig, richtig schön, weil einfach dieser Drama-Aspekt dabei war, der mir in 1000 Momente gefehlt hat. Dann durfte ich den Hexenzirkel ihrer Majestät, das begabte Kind, lesen, den Reihenauftakt der Reihe von Juno Dawson. Ich hatte im Vorfeld so gut wie keine Ahnung, um was es in dem Buch geht. Ich wusste, es geht um Hexen, um den Hexenzirkel ihrer Majestät. Es geht um vier Freundinnen, aber mehr wusste ich tatsächlich nicht. Wir begleiten nämlich vier Freundinnen, erst in ihrer Jugend und dann später im Erwachsenenleben. Die vier waren beste Freunde, haben wirklich alles miteinander geteilt und haben, ja, ihr Leben 24/7 gefühlt miteinander verbracht. Dann gab es einen großen Bürgerkrieg, der auch, wie ich finde, die Mädels ein bisschen entzweit hat. Jeder macht mittlerweile sein Ding. Sie stehen zwar noch irgendwie in Kontakt, aber es ist einfach nicht mehr so wie früher. Aber das kennen wir ja auch aus unserem Leben. Wenn man zurückdenkt an die Schulzeit, da war man irgendwie den ganzen Tag mit seinen Freunden unterwegs, wenn man nicht gerade in der Schule gesessen hat. Und mittlerweile hat jeder so sein eigenes Leben. Man sieht sich ab und zu, man meldet sich, man hört voneinander. Aber es ist halt nicht mehr so, wie es früher war. Das ist leider Gottes der Zahn der Zeit. So ist das Leben. Aber die Mädels, ja, werden halt gezwungen, doch wieder mehr Kontakt zueinander aufzubauen. Es gibt nämlich die Prophezeiung des besagten begabten Kindes. Und da müssen die halt jetzt irgendwie schauen, dass dieses Kind gefunden wird. Spoiler-Alarm, wird es auch. Und dann spalten sich die Lager so ein bisschen. Die einen haben Angst vor diesem Kind, die anderen wollen es beschützen. Und da geraten besonders zwei der Freundinnen sehr aneinander. Es gab auch viele, ich nenne es mal sozialkritische Aspekte in diesem Buch. Also, was ich vorher nicht wusste, es hat eine sehr, sehr große Transgender-Thematik, die meines Erachtens auch sehr wichtig war, auch für den Verlauf der Storys sehr wichtig war. Ich persönlich fand, sie hat irgendwann so alle anderen Storystränge ein bisschen überlagert. Also ein bisschen weniger wäre auch okay gewesen, weil einfach diese anderen Baustellen, die im Buch noch vorhanden waren, einfach irgendwann so einem sehr nichtig vorkam im Gegensatz zu dieser anderen Thematik. Aber es war sehr wichtig für den Verlauf des Buches. Außerdem fand ich es auch klasse, dass eine der Freundinnen, die hat quasi einen eigenen Zirkel noch gegründet, die Hexen of Color. Also da geht es auch viel um diese Schwarz-Weiß-Thematik, was ich auch, ja, wichtig fand und auch interessant fand zu lesen, weil ich mit dieser Thematik ja persönlich nicht sehr betroffen bin oder nicht davon betroffen bin. Und deshalb finde ich es immer super spannend, das aus verschiedenen Blickwinkeln zu lesen. Das nächste Buch, das ich im Dezember gelesen habe, war Like Ice We Break von Isla Date. Wie ihr wisst, habe ich ja Band 1 und 2 auch schon gelesen und fand die eher so semi-gut. Das lag aber nicht an Islas
Schreibstil, weil den finde ich nach wie vor Weltklasse. Sie schreibt einfach auch frei von der Leber weg. Also wer hier blumigen Schreibstil erwartet, der kann es vergessen. Ayla redet, wie ihr der Mund gewachsen ist. Also man liest es irgendwie, als ob man direkt dabei war. Und das hat mich in Band 1 und 2 auch schon an der Stange gehalten, sage ich jetzt mal. Bei den Bänden haben wir halt die Protagonisten absolut nicht zugesagt. Aber ich habe so das Gefühl, weil jetzt Band 3 und 4 ja so nachträglich auf den Markt geworfen wurden, da war ja schon eine große Zeitspanne dazwischen. Sie hat ja zwischendurch auch die The Witches of Silent Creek noch auf den Markt gebracht und dann jetzt halt diese Reihe weitergeführt. Und ich finde, dass ja schon sehr viel Kritik gerade an Band 2 geäußert wurde, dass diese Kritik sehr gut umgesetzt wurde. Jetzt hier in Band 3 von Band 4 weiß ich jetzt nicht, ob es da auch so ist. Aber die Protagonisten sind viel, viel greifbarer als noch in den vorigen Bänden. Ja, besonders in Band 2, die Protagonistin wurde halt arg in der Luft zerrissen, was mir auch sehr leid getan hat, aber sie war halt auch wirklich furchtbar nervig. Vielleicht sollten wir sie mit dem Sidekick-Protagonist aus Dark Ivy verkuppeln. Da hätte wohl Wyatt ein Problem, aber die beiden würden sehr, sehr gut zusammenpassen. Wir begleiten hier die Eiskunstläuferin Gwen, die ja damals in den anderen Bänden immer nur sehr negativ behaftet war. Hier hat sie jetzt die Chance zu zeigen, wer sie wirklich ist. Und man lernt auch im Laufe des Buches, sie richtig zu schätzen und zu lieben. Also ich habe sie in den vorigen Bänden neutral betrachtet, auch wenn, glaube ich, das Ziel war, sie sehr negativ darzustellen. Aber ich fand sie hier echt klasse. Sie, ja, hat ein paar eigene Baustellen. Sie hat einen ganz furchtbaren Vater, der ja auch ihr Trainer ist. Und wie man sich halt auch vorstellt, so diese Eltern, die ihre Kinder selbst trainieren und pushen und pushen und pushen. Das ist ja schon sehr, sehr anstrengend und sehr negativ behaftet. Aber hier ist es halt auch so, dass ihr Vater quasi nur nett zu ihr ist, wenn sie Leistung bringt. Und wenn sie halt keine Leistung bringt, dann ist er wirklich ein riesengroßes Pieploch. Ich möchte ja nicht, dass das Video zensiert werden muss, aber er nimmt sich so furchtbar ihr gegenüber, sehr respektlos und frech. Und ich habe zwischendurch echt, ich hatte richtig Zitteranfälle, weil ich so wütend wurde über diesen Vater. Und seine Mutter ist, ihre Mutter ist halt sehr, ich nenne es immer betriebsblind. Sie, ja, hat diesen Mann halt geheiratet und verteidigt ihn bis aufs Messer. Und ach ja, anstrengend, sehr, sehr toxisch und macht mich sehr, sehr wütend. Ja, dann gibt es aber noch den männlichen Protagonisten Oscar, der von der Straße kommt und von einer Familie in Espen mit 22 Jahren noch adoptiert wird. Sie sehen halt das Talent in ihm und sie möchten ihm eine Zukunft bieten. Und diese findet halt auch auf dieser Ice-Skate-Schule statt. Ja, es kommt halt so, dass die beiden nicht mehr als Einzelläufer laufen sollen, sondern als Paar. Und ja, nach einer Partynacht haben die beiden halt auch eine Vorgeschichte und wollen sich eigentlich gar nicht mehr wirklich über den Weg laufen. Jeder aus anderen Gründen. Aber jetzt sind sie halt gezwungen, als Paar zu laufen und sich miteinander zu arrangieren. Und ich fand diese Kabbeleien zwischen den beiden richtig schön. Ich fand auch diese, ja, inneren Kämpfe, die beide miteinander austragen, aus verschiedenen Gründen, fand ich super spannend zu lesen. Es gibt noch ein paar Aspekte in dem Buch, die man nicht erahnt hat und die für mich sehr wichtig und sehr schön zu lesen waren. Auch manche negativ schön zu lesen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass das Buch eine Wahnsinnssteigerung zu Band 1 und vor allem zu Band 2 gebracht hat. Ich möchte jetzt auf jeden Fall noch den vierten Band lesen. Ich habe ja gesagt, hier, ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance. Und es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr positiv überrascht. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, war Die Einsame im Meer. Und wer mich jetzt schon länger verfolgt, weiß, dass ich dieses Buch ständig in meinen Subvotings in die Höhe gehalten habe und nie hat es jemand ausgewählt.
Jetzt im Dezember musste ich es quasi lesen, weil es auf meiner 22 für 22 Liste gestanden hat. Ob ich die geschafft habe oder nicht, werdet ihr natürlich im Jahresstatistik-Video sehen. Das sollte eigentlich auch jetzt schon online sein, aber wie ihr wisst und wie ihr es auch immer noch hört, ich bin gefühlt dauerhaft krank. Übrigens ist jetzt die Kleine auch schon wieder mit Bronchitis krank, also wir kommen da einfach nicht mehr raus. Nichtsdestotrotz habe ich das Buch von meinem Sub und von meiner 22er-Liste streichen können. Ich denke, ich muss jetzt nicht so viel zu Ursula erzählen. Ich denke, die Geschichte von Ariel kennt jeder. Hier in der Reihe ist es ja so, dass die Disney-Villains nochmal von einer anderen Seite beleuchtet werden. Es wird erklärt, warum Ursula böse geworden ist, warum sie so ist, wie sie ist. Dann gibt es ja die drei verrückten Schwestern, die quasi auch noch in der ganzen Reihe ihre eigene Geschichte spinnen. Also es ist so dieser rote Faden, der sich durch alle Bände der Disney-Villains-Reihe zieht. Ich finde ja, Ursula ist meine liebste Antiprotagonistin, mein liebster Anti-Hero, mein liebster Villain, mein liebster Bösewicht. Ich habe sie hier auch nochmal von der anderen Seite kennengelernt und vor allem lernt man hier König Triton von einer ganz anderen Seite kennen. Also sehr, sehr spannend für alle Ariel-Fans. Dann durfte ich ein weiteres Buch oder konnte ich ein weiteres Buch von meinem Sub und von meiner 22er-Liste befreien. Das war Grave, jetzt muss ich gucken, dass es nicht spiegelt. Grave von Tracy Wolff. Das ist ja der Reimauftakt dieser besagten Reihe. Ich weiß gar nicht genau, wie sie heißt. Ich kann es euch nicht sagen. Wenn ihr es wisst, dürft ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe das Buch ja damals in Erstauflage gekauft und seitdem stand es hier. Ganz viele haben aber schon zu mir gesagt, ja, Band 1 ist okay, Band 2 wird dir nicht gefallen. Jetzt bin ich mit mir am Hadern. Soll ich mir Band 2 kaufen? Soll ich ihn nicht kaufen? Weil Band 1 hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen, aber so viele Menschen sagen mir, er wird mir nicht gefallen und eigentlich will ich mir immer mein eigenes Bild machen. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich das Buch vielleicht als Hörbuch hören möchte und wenn es mir dann gefällt, dann werde ich mir es kaufen. Könnt ihr mir ja gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Natürlich werde ich es jetzt nicht mehr Band 2 in der Limited Edition Erstauflage bekommen. Das wird mich in meinen Zwängen vermutlich schon wieder stören. Deshalb überlege ich mir, ob ich das hier verkaufe und mir einfach die Reihe ohne Buchschnitt kaufe. I don't know. Aber kommen wir mal zum Inhalt des Buches. Wir begleiten unsere Protagonistin Grace, deren Eltern gerade gestorben sind und weil sie sonst keine Familie hat, zieht sie zu ihrem Onkel nach Alaska. Der leitet dort ein Internat und irgendwie ist alles sehr, sehr mysteriös. Es ist sowieso schon anstrengend, in einer anderen Zeitzone zu leben, in einer anderen Klimazone zu leben. Und dann sind da auch noch so viele Schüler, die total merkwürdig zu ihr sind. Sie hat aber ihre Cousine als ihre Stütze und die fand ich als Sidekick auch total schön. Ich meine, wir müssen jetzt nicht drüber reden, der Klappentext verrät es auch schon, dass es auf der Schule sehr mysteriös zugeht. Da gibt es andere Wesen, andere Bestien, nenne ich es jetzt auch mal. Und Grace wird eigentlich ganz, ganz lange im Dunkeln tappen lassen. Also sie hat irgendwie so keine Ahnung, was da los ist. Sie spürt nur, dass etwas los ist. Also ich persönlich fand das auch richtig mäh. Also ich finde, dass der Onkel sie da von Anfang an hätte einweihen müssen, was auf dieser Schule vor sich geht, weil so hat sie ständig sich selbst gefragt, ob sie denn jetzt verrückt wird, ob irgendwas mit ihr nicht stimmt. Und ja, ich finde das immer sehr, sehr schwierig, dass neue Geschichten auf Lügen aufgebaut werden. Aber es hatte jetzt nicht die Riesenrolle, also der Onkel hatte jetzt nicht die Riesenrolle in diesem Buch. Die Auflösung fand ich per se auch ganz witzig oder ganz spannend. Und ich bin auf jeden Fall gerade nach dem Ende mit diesem bösen Cliffhanger sehr gespannt. Da ist nämlich noch ein Aspekt von Grace veröffentlicht worden, ja, mit dem es wohl dann in Band 2 weitergeht. Und da würde ich schon sehr gerne wissen, was mit ihr passiert ist und was jetzt des Rätsels Lösung ist. Aber ja, muss ich mal gucken, ob ich jetzt das Buch vielleicht einfach als Hörbuch hören werde. Dann durfte endlich ein Buch von meinem Sub runter, das schon ewig hier liegt und wo jeder zu mir sagt, lies das Buch doch endlich mal.
nämlich Goldene Flammen, der erste Band der Krischer-Reihe. Es sagen ja ganz viele, dass die Krischer-Reihe okay ist, aber dass die Krähen-Reihe, die darauf basiert, viel, viel besser ist. Ich persönlich muss sagen, dass ich den Band jetzt gar nicht schlecht fand. Also das ganze Grundkonstrukt finde ich eigentlich ziemlich spannend. Natürlich kann es jetzt auch sein, dass die Krähen mich noch mehr flashen, aber diese allgemeine Meinung, dass Krischer nicht so gut ist, kann ich jetzt persönlich nicht bestätigen. Wir begleiten Alina, die eine Kartografin ist. Sie macht das Ganze laut Klappentext und laut Buch auch gar nicht mal so gut. Und sie denkt halt auch einfach, sie ist ein ganz stinknormales Mädchen. So fangen immer die besten Geschichten an. Mädchen, die denken, dass sie ganz hundsgewöhnlich sind und dann doch magische Kräfte haben oder dass dann doch etwas in ihnen schlummert, was da vorher nicht vorgesehen war oder nicht zu erahnen war. So starten wir in die Geschichte. Alina hat noch einen besten Freund, Mal, der ist so ein bisschen als Frauenschwarm beschrieben worden. Und natürlich ist sie auch heimlich in ihn verliebt, wie das halt so ist. Also wir starten erstmal mit ganz viel Klischee-Tropes, sagen wir es mal so. Aber es stellt sich halt ganz schnell raus, dass Alina eine Krischer ist. Wie das Buch oder wie die Reihe auch betitelt wird, geht es eigentlich in dem ganzen Buch um diese besondere Art Mensch, nenne ich es jetzt einfach mal, Magier, Mensch, Magier, könnte man sich jetzt aussuchen. Ja, und dadurch, dass sie Mal das Leben rettet und sich als Krischer herauskristallisiert, natürlich ist sie dann eine besondere Krischer und deshalb wird auch der Dunkle auf sie aufmerksam und möchte Alina für seine Zwecke benutzen. Also ich fand den Dunkeln, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr spannend. Er ist zwar irgendwo der Böse, aber ich habe so die ganze Zeit das Gefühl, dass trotzdem noch etwas in ihm schlummert, dass er gar nicht so böse ist, wie man denkt. Ob das jetzt stimmt, werden wir natürlich im Laufe der Reihe noch erfahren. Ich fand die Geschichte auf jeden Fall sehr spannend. Es gab jetzt am Ende sehr viel Platz für Spekulationen. Deshalb werde ich mir wahrscheinlich auch zeitnah Band 2 und 3 zulegen. Ich muss jetzt allerdings noch auf die Tatjana warten. Ich habe zu ihr gesagt, ich starte das Buch schon mal noch 22, weil ich es von meinem Sub runter haben möchte und weil es auch eines der 22er Bücher war. So kann ich zumindest sagen, ich habe es angefangen, aber ich habe es tatsächlich in 22 noch beendet gekriegt und deshalb ist es auch jetzt hier im Lesemonat aufgetaucht. Kommen wir zum letzten Printexemplar, das ich in 2022 bzw. im Dezember gelesen habe. Jeder deiner Atemzüge von Alexandra Fischer. Das ist endlich mal wieder ein wundervoller Self-Publisher-Roman. Ihr wisst, dass ich ja selbst Self-Publisher bin oder Self-Publisherin und es liebe, in andere Geschichten meinesgleichen einzutauchen. Ich habe das Buch angefangen und ich glaube, obwohl es fast 450 Seiten hat, habe ich es innerhalb von 2 Tagen verschlungen, weil ich die Protagonistin geliebt habe, weil ich das ganze Setting geliebt habe, weil ich die Story geliebt habe. Es ist einfach ein wundervolles Self-Publisher-Buch, wo kein Verlag dahinter steht, wo die Autorin einfach die Geschichte in die Welt hinaus lassen wollte. Und ich kann es euch wirklich ans Herz legen, dieses Buch zu lesen, Self-Publisher zu unterstützen und so weiter und so weiter. Aber jetzt erzähle ich euch erstmal, um was es geht. Es geht um Ellie und deren Geschichte, beziehungsweise auch um die Geschichte ihrer Schwester Tara. Die ist nämlich verschwunden und damit starten wir auch in das Buch. Sie wird quasi von ihren Eltern zu ihren Großeltern abgeschoben und es wird gesagt, du verbringst jetzt die Sommerferien dort und kriegst mal einen klaren Kopf. Sagen wir es einfach mal so. Sie verbringt eigentlich die ganzen 8 Wochen relativ alleine, beziehungsweise nur mit ihren Großeltern und will eigentlich zu niemandem groß Kontakt aufbauen, bis sie dann kurz vor Ende, ich glaube 2 Tage vor Abreise, auf einen Jungen trifft, den sie zu Beginn ihres Aufenthaltes schon als seltsam und nervig abgestempelt hat, besser kennenlernt. Sie verbringt einen Tag mit ihm, beziehungsweise 2 Tage, und in diesen 2 Tagen baut sich
eine richtig schöne Freundschaft auf, die sie auch über E-Mails dann im weiteren Verlauf aufrechterhalten. Sie freut sich auch schon total, dass sie die nächsten Ferien wieder bei ihren Großeltern verbringt und Cale wieder sieht. Und so geht es über Jahre hinweg, dass sie immer ihre Ferien bei ihren Großeltern verbringt und diese Freundschaft zu Cale immer, immer weiter aufbaut. Es entwickeln sich Gefühle und so alles so ein bisschen peu à peu. Und man hat dieses, man sieht sich nicht, aber man schreibt sich. Und trotz dieses Nichtsehens entwickelt sich da etwas zwischen einem oder zwischen zwei Personen. Das hat mir so gut gefallen und das hat Alexandra auch so schön beschrieben. Also das Buch, wie gesagt, es hat so 450 Seiten fast. Und trotzdem will man es nicht beiseite legen. Man will einfach wissen, wie es mit Ellie und Cale weitergeht. Und natürlich schwebt irgendwo im Hintergrund auch immer die Frage, was ist mit Tara passiert? Natürlich gibt es zwischen den beiden auch Streitpunkte und da ist auch, oder darauf beruht auch ein großer Teil der Geschichte. Cale möchte Apnoetaucher werden oder Apnoetaucher, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Und ja, Ellie findet das halt einerseits gut, aber einerseits auch nicht so gut und die beiden liegen deshalb auch öfter mal im Clinch. Aber ich finde, das hat auch der Geschichte so ein bisschen Würze verpasst und es hat auch einfach zu dem ganzen Setting mit Kauai oder mit Kauai, ich weiß auch nicht genau, wie man es ausspricht, die Insel, der Ort, zu diesem hawaiianischen Setting gepasst, dass er halt so obsessed mit dem Meer ist und Ellie zuerst mal gar nichts mit dem Meer anfangen kann und ihm zuliebe sich daran tastet. Also es ist wirklich, dieses Buch, das greift so viele schöne Aspekte auf. Ich habe es einfach super gern gelesen und ja, mich interessiert ja dieses ganze Thema rund um Hawaii, um die Traditionen, um die Legenden. Interessiert mich ja richtig und ja, irgendwie konnte ich hier auch nochmal so richtig schön entspannen und, Achtung Wortwitz, abtauchen. Und das letzte Buch, das ich im Dezember gelesen habe, beziehungsweise gehört habe, es war nämlich das Hörbuch, war Boston Bells Villain, der zweite Band der Boston Bells Reihe von L.J. Sheen. Ich habe Band 1 Hunter ja, ich glaube, Anfang des Jahres gelesen oder sogar schon, war das noch 21? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat die Reihe seitdem hier vor sich hingeruht. Ich glaube, es war sogar 21, als ich Hunter gelesen habe. Und habe mir deshalb, weil mir Band 1 so gut gefallen hat, Band 2 auf meine 22er Liste gesetzt und habe es dann jetzt als Hörbuch beendet. Ja. Unseren Villain treffen wir auch schon im ersten Band. Er ist der Bruder von Hunter und er leitet quasi die Geschäfte der Firma. In Band 1 war es ja so, dass der Vater Villain immer mehr in seine Geschäfte mit einbezogen hat. Also Villain ist sein Spitzname, er heißt eigentlich anders. Er heißt eigentlich Killian Fitzpatrick, aber jeder nennt ihn nur Villain, also wie Bösewicht. Er wirkt auch auf den ersten Blick so wie ein Eisklotz. Er hat kein Herz, er hat keine Gefühle und das möchte er auch beibehalten. Aber als es in der Firma Probleme gibt, die auch auf sein Image zurückzuführen sind, heißt es, okay, wir müssen was an deinem Image machen. Wir besorgen dir jetzt eine Frau, die heiratest du und dann ist alles tutti, dann wirkst du so, als ob du halt auch auf familiär machen kannst oder auch familiär sein kannst. Und wer bietet sich da besser an als Persephone, die ihm schon vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, ich weiß nicht mehr, wie der Zeitraum war, ihre Liebe gestanden hat, weil sie die beste Freundin von Hunters Frau ist. Ja, es ist einfach eine super lustige Geschichte, wie die beiden sich damals auf der Hochzeit kennengelernt haben. Und ja, jetzt einige Jahre später möchte er sie heiraten, weil sie, ich nenne mal so, sie ist ein Good Girl und ist halt perfekt für seinen Imagewechsel, nennen wir es mal so. Die Geschichte mit den beiden ist einfach super witzig und ich persönlich konnte Villain auch nie als Bösewicht ernst nehmen, weil man zwischendurch auch immer seine Gedanken in seinen Kapiteln gelesen hat. Hat man super schnell gemerkt, dass dieses ganze Eisklotz-Ding halt
nur Fassade ist. Aber das ist ja sehr, sehr oft bei diesen klischeebehafteten Bad Boys. Wir wissen ja, dass LJ Sheen sehr, sehr gerne böse Jungs oder über böse Jungs schreibt, die im Herzen aber einen butterweichen Marshmallow-Kern haben und das Ganze nur mehr Schein als Sein ist. Genauso ist es für mich auch bei Willen gewesen, deshalb konnte ich den auch nicht so als super böse ernst nehmen. Aber die Geschichte zwischen den beiden ist einfach super schön zu lesen. Ich habe sehr, sehr oft lachen müssen, weil Persephone halt auch so ein richtiger ulkiger Charakter ist. Das Wort ulkig ist zwar mega dämlich, aber sie ist ein ulkiger Charakter. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt auf Band 3. Ich habe es nicht auf meine 23er-Liste gesetzt, weil ich Angst hatte, dass ich es dann wieder nicht lese oder nur lese, weil es draufsteht. Aber ich habe aktuell tatsächlich richtig, richtig große Lust, den nächsten Band zu lesen. Ihr Lieben, das war mein Lesemonat Dezember. Er ist wieder etwas eskaliert, sowohl buchtechnisch als auch jetzt labertechnisch. Es tut mir leid, dass die Videos immer so lang werden. Deshalb höre ich jetzt auch auf zu quatschen. Wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Ihr dürft mir gerne mal in den Kommentaren berichten, ob ihr eins der Bücher bereits gelesen habt oder ob ihr es vielleicht sogar noch vorhabt. Ansonsten war es das von mir. Ich wünsche euch was. Bis bald.